Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, liebe Claudia. Guten Morgen, Annette. Wir sind bei den Paragraphen 250 bis 252 und es geht um die Gabenwiederholung. Das ist etwas, was wir auch schon vorher besprochen haben. Allerdings ist es halt so, dass es Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Organons-Versionen. Das hatten wir auch schon mal angesprochen. Aber wir wollen uns jetzt hier mit dem Organon 6 beschäftigen und gehen jetzt also hier auf den Paragraphen 250 und so lese ich vor. So, wenn dem scharfsichtigen, genau nach dem Krankheitszustande forschenden Heilkünstler sich in dringenden Fällen schon nach Verlauf von 6, 8, 12 Stunden offenbarte, dass er bei der zuletzt gegebenen Arznei eine Misswahl getan hat, also es nicht das richtige Mittel gegeben hat, indem der Zustand des Kranken unter Entstehung neuer Symptome und Beschwerden sich deutlich von Stunde zu Stunde, ob schon nur immer um etwas verschlimmert, ist es ihm nicht nur erlaubt, sondern die Pflicht gebeut es ihm, den begangenen Missgriff durch Wahl und Reichung eines nicht bloß erträglich passenden, sondern dem gegenwärtigen Krankheitszustande möglichst angemessenen homöopathischen Heilmittels wieder gut zu machen. Also wir sollen die richtige Arznei geben. Ja? Ja. Die Arznei vorher war offensichtlich die falsche. Aber wir werden gleich sehen, dass es da also auch noch so ein paar kleine weitere Tipps gibt von Hahnemann. Aber schauen wir erstmal hier auf dein Bild. Genau. Also Fazit ist eigentlich, man kann das schon relativ zügig sehen, ob das Mittel völlig falsch ist. Ja, also schon nach wenigen Stunden kann man das eigentlich merken. Ja. Und da sagt er halt jetzt wirklich, okay, wenn wir das falsche Mittel genommen haben und wir sehen uns das unserem Patienten durchaus auch an, man merkt es, der Patient hat halt zusätzliche Beschwerden und so weiter. Naja, wenn wir halt das falsche Mittel haben, dann nehmen wir halt ein anderes. Ja, und zwar ein besser passendes. Ja? Das tun wir. Genau. 251. Es gibt einige Arzneien, und das ist eben das Besondere, wo ich da eben schon mal drauf hingewiesen habe. Und da sagt Hahnemann, sind zum Beispiel die Ignazsamen, also Ignatia, auch wohl Zaunrebe, Bionia und Wurzelsumach, Toxicodendron, zum Teil auch Belladonna, deren Veränderungskraft des Befindens der Menschen größtenteils in Wechselwirkung eine Art sich zum Teil entgegengesetzte Erstwirkungssymptome besteht. Die haben also Wechselwirkung. Es kann der eine Zustand entstehen, es kann der andere entstehen. Fände da bei Verordnung einer derselben nach strenger homöopathischer Wahl der Heilkünstler dennoch keine Besserung, so wird er in akuten Krankheiten schon nach einigen Sekunden durch eine neue Stunde, nicht Sekunden. Entschuldigung, schon nach einigen Stunden, nochmal. Also fände da bei Verordnung einer derselben nach strenger homöopathischer Wahl der Heilkünstler dennoch keine Besserung, so wird er in akuten Krankheiten schon nach einigen Stunden durch eine neue, ebenso feine Gabe desselben Mittels in den meisten Fällen bald seinen Zweck erreichen. Ja, und dann gibt's hier so einen Hinweis. Er hat also schon bei Ignatia im zweiten Teil der reinen Arzneimittellehre etwas dazu gesagt und das eben angegeben. Ja. Okay, no? Genau. Fazit? Ja, sag's also kurz. Hier bei meinem Bild, genau. Okay, unser Homöopath sieht, okay, es kommt nicht zur Besserung. Dann muss er halt gucken, wenn er verschrieben hat, Ignatia, Bryonia, Rustoxicodendron oder Belladonna, dann kann es halt sein, diese Mittel haben eben sehr entgegengesetzte Symptome, ja, wie wir es hier auf dem Bild sehen. S1 ist das Gegenteil eben von S1', ja, und genauso S2 ist das Gegenteil von S2', gibt's halt unterschiedliche Sachen. Und das gilt halt gerade für diese Mittel, ja. Okay, und dann kann es eben sein, dass unser Mittel bei dieser ersten Gabe halt irgendwie eher in diese gegensätzliche Wirkung sozusagen reingelaufen ist. Genau, in die Wechselwirkung. Und deswegen in die Wechselwirkung, ganz genau. Und deswegen soll man dann einfach das Mittel gerade nochmal wiederholen.
Einfach jetzt noch mal. Hoffentlich die andere Wechselwirkung dann kommt. Richtig. Und es dem Patienten genau. dann besser geht. Genau. Und dann haben wir noch genau. Paragraph 252. Fände man aber beim Gebrauche der übrigen Arzneien, also nicht der vorher genannten, dass in der chronischen Krankheit die bestens homöopathisch gewählte Arznei in der angemessenen, kleinsten Gabe die Besserung nicht förderte, so ist dies ein gewisses Zeichen, dass die Krankheit unterhaltene Ursache noch fortfährt und dass sich in der Lebensordnung des Kranken oder in seinen Umgebungen ein Umstand befindet, welcher abgeschaltet werden muss, wenn die Heilung dauerhaft zustande kommen soll. Ja, wir haben jetzt also die anderen Arzneien, die nicht diese bekannten oder typischen oder wirklich häufig vorkommenden Wechselwirkungen haben. Und es wird, obwohl sie gut gewählt ist, nicht besser, dann eben? Genau. Naja, dann sehen wir halt hier, unser Homöopath denkt halt, ist nicht zur Besserung gekommen. Okay, wie sieht's denn aus? Wenn das aber ein gut gewähltes Mittel war, ja, homöopathisch gewählt, die Gabe war angemessen, ja, dann muss er eventuell prüfen, haben wir vielleicht die Ursache von dieser ganzen chronischen Krankheit, hält die vielleicht immer noch an? Macht unser Patient irgendwelche Fehler in der Lebensordnung? Ja, also macht er irgendwelche grundsätzlichen Sachen falsch? Gibt es irgendwelche Probleme in der Umgebung? Was weiß ich, wenn sich ein Ehepaar halt permanent streitet, ja, dann ist es eben möglich, dass da emotionaler Stress für beide Partner besteht, ja, oder für das Kind, je nachdem, wie man dann homöopathisch behandelt. Mhm. Und deswegen ist es dann wirklich, ja, auch illusorisch zu denken, dass das homöopathische Mittel dann alles lösen kann. Ja, wenn die unterhaltende Ursache immer noch da ist, dann ist es durchaus möglich, dass es eben gar nicht zur Besserung kommt. Ich denke da gerade zum Beispiel an so eine Wunde, ne? Du hast irgendwie dich verletzt, da hat sich nach der Wunde eine Kruste gebildet und die kratzt die Wunde, die Kruste immer wieder ab. Jedes Mal, wenn sich wieder was gebildet hat, reißt du die Kruste wieder ab. Also das kann ja nicht heilen, ne? Du sorgst dafür, dass es immer wieder diesen störenden Faktor da gibt und dann kann es nicht heilen. Und dann muss man da eben auch nochmal genau eruieren, was machst du denn eigentlich, was passiert in deinem Leben? Das gehört natürlich auch zu unserer Aufgabe. Wir müssen ja auch ansonsten dem Patienten dabei helfen, seiner Gesundung eben, also die Gesundheit überhaupt zu ermöglichen. Ja, ja. Wenn das immer wieder umgehauen wird, dann kann das natürlich auch nicht in die Ordnung kommen. Genau. Ja, wunderbar. Ja, das waren jetzt einfach mal so ein paar, finde ich auch solche Lifehacks, könnte man fast sagen, von Hahnemann, ne? mit Belladonna und Prionia und so weiter. Ne? Hätte man vielleicht auch nicht so unbedingt dran gedacht. Also ich habe daraus auf jeden Fall heute auch schon wieder was gelernt. Ja, und ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir noch einen schönen Tag, liebe Claudia, und euch auch. Und ich sage tschüss. Ciao. Tschüss.